Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin. Ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens und ich bin Medium. Ich biete auch Beratungen an, so wie diese Aufnahme ist auch eine Beratungsvideo, ein Horoskopanalyse, ein Partnervergleich. Eine hübsche junge Dame verliebte sich im Urlaub. Die Frage ist, ob sie zusammenpassen. Diana Sia ist die mediale Name. Liebe Diana Sia, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen. Und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag, beziehungsweise von deiner Mama, weil der Auftrag kommt von deiner Mama. Und bei diesem Horoskopvergleich schauen wir an, ob ihr beide zusammenpasst. Diese Horoskopanalyse ist nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskope anderes, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Die indische Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, diese Bewegung, aber im laufenden Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende macht es schon was aus. Und das ist diese Präzision, diese präzise Berechnung. Nach dieser indischen Berechnung hast du Aszendent Krebs. Und das bedeutet, in diesem Moment, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat im Erdenleben und du trägst dieses Kostüm. Das ist wie ein Umhang und so bist du auch wahrgenommen. Und die Krebs bedeutet gefühlsvoll, hilfsbereit, mütterlich, um anderen zu kümmern, aber du neigst auch dazu, mal zurückziehen und hast ein gutes Gespür, die richtige Augenblicke, die Leben zum Erkennen. Dieser Aszendent, was nichts anderes ist als dein erster Atemzug. Und mit diesem ersten Atemzug ist dein Leben begonnen, hast du einen sehr schönen Einfluss von Saturn. Und das bedeutet schon was Gutes, weil Saturn ist der Schicksalsplanet, also beeinflusst dein Schicksal im Guten. In eine richtige Richtung. Von welchem Bereich Saturn wirkt, das ist der Bereich Werte, Wertschätzung und Selbstwertgefühl. Und du brauchst diese Wertschätzung, dieses Selbstwertgefühl, aber auch Verlangen von anderen, weil du hast Respekt verdient und das, was Saturn auch als Lernaufgabe dir mitteilt. Dein Leben hat mit dieser Energie begonnen, ein guter Saturn-Einfluss und die Tierkreis zeichnen Krebs. Aber das Leben bleibt nicht stehen, dein Lebensschritte ist auch nicht stehen geblieben, sondern da bewegt sich einiges. Und das können wir als 7-Jahren-Perioden unterordnen. Das ändert sich alle 7 Jahre, in welchem Boden wir uns bewegen. Welche Lebensumstände wir haben und du bewegst du dich in einem, auf einem Boden, was zurzeit in Tierkreiszeichen Steinbock zugeordnet ist. Das heißt, du lernst die Ernsthaftigkeit, auch dass du ernst genommen wirst, dass du Respekt bekommst und dieser Tierkreiszeichen Steinbock, weil das in deinen Lebensumstände zurzeit bedeutet noch etwas Wichtiges, Ziele setzen. Und diese Ziele nicht aus den Augen verlieren. Und das, was die Steinbock-Geborenen sehr gut kennen
und auch können, geduldig zu sein, diese Ausdauer zu haben, konzentriert bleiben und diese Ziele verfolgen, egal wie steinig dieser Weg ist, sie erreichen ihre Ziele. Und das, was du gerade auf dich wirkt, natürlich, das sind Einflüsse von außen, aber du bist mehr oder weniger dazu gezwungen zur Zeit. Aber bedeutet auch Ernsthaftigkeit und Respekt. Gerade das ist auch deine Lernaufgabe, dieses Selbstwertgefühl und dieser Respekt auch von anderen verlangen. Mondhäuser gehören zum indischen Astrologie. Das ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Das gibt in unserer westlichen Astrologie nicht, weil wir richten uns, also die westliche Astrologie richtet sich mehr an den Sonnenkalender, aber andere Völker beobachten eher die Mondkalender und sie arbeiten mit Mondenergie. Nicht nur die indischen Astrologen, sondern auch die tibetischen, auch die chinesischen und auch die arabischen Astrologen kennen diese Mondhäuser. Bei der indischen Astrologie ist natürlich das sehr, sehr wichtig, die Tagesbewegung des Mondes. Und dazu gibt es eine sehr schöne mythologische Geschichte. Der Mond ist ein hübscher junger Mann in dieser Geschichte und verliebt sich eine hübsche junge Dame und macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: Nun gut, du darfst doch meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Schwester auch heiraten, zwar alle ihre Geschwister. Oh, den Mond blieb nichts anderes übrig, die heiratete alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen, und es ist nichts anderes als die Mondbewegung, die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Und diese Mondhäuser sind nach diesen Eigenschaften beschrieben. Natürlich, die Einflüsse kommen von Sternen, ganz klar, wir sind bei Astrologie. Dein Aszendent wirkt auf deine Persönlichkeit, weil das ist dein Geburtsmoment. Und das ist dein Auftreten, so bist du wahrgenommen. Und da hast du einen ganz besonderen Bezug zu diesem Energie. Und wie ich schon sagte, das ist die Tierkreiszeichen Krebs und befindet sich in ein Mondhaus. Das ist zwar nicht die Bewegung des Mondes, aber wirkt, weil die Wirkung kommt von Sternen, also wirkt auf dein Aszendent, auf dein Auftreten, auf dein Aussehen, wie du wahrgenommen bist, gehört zu deiner Persönlichkeit. Und dieser Mondhaus heißt Ashlesha. Übersetzt heißt es umarmen, umklammern. Und hier bei diesem Mondhaus handelt sich um Weltschlange, der die Welt umarmt, umringt. Und diese Schlange hat schon eine wichtige Bedeutung, nicht nur in indischen Mythologie und in den indischen Erzählungen, sondern in allen Völkern, auch im klassischen griechischen Mythologie kommt es immer wieder vor. Wir kennen das von Asklepios und das ist die beiden Schlange. Und es ist für dich wichtig, dass du immer die richtige Entscheidung triffst in dein Leben. Jetzt nicht nur bezüglich auf diese Partnerschaft, sondern auch beruflich, auch zwischenmenschlichen Kontakte. Achte immer auf den beiden Schlangen, weil die wirken auf dein Leben und das ist ein großer Unterschied, in welchem Schlange du dich entscheidest. Und das besser zum Verstehen, erzähle ich dazu die klassische griechische Mythologie. Asklepios war der große Heiler, ich könnte sagen, der himmlische Arzt. Dieser Asklepios ist der Sohn von Apollo. Apollo war der Sonnengott. Und es kam ein König,
und der Sohn von diesem König in einen Honigtopf reingefallen und Asklepios sollte dieses Kind retten, dieses Kind heilen. Es gab zwei Schlangen. Zwei Schlangen kamen entgegen. Die eine Schlange trägte die Gift in sich, der anderen Schlange die Heilkräuter. Asklepios ist ein Sternbild im Himmel und dieses Sternbild heißt auch Schlangenträger. Also Asklepios musste den Königssohn heilen und müsste eine wichtige Entscheidung treffen. Mit welchem Mittel versucht dieses Kind zum Heilen? Ist das die Gift oder ist das die Heilkräuter? Zum Glück hat er die richtige Entscheidung getroffen und hat mit diesem Heilkräuter das Kind gerettet. Und so blieb er auch im Leben. Diese Erzählung hat eine symbolische Bedeutung. Die Gift bedeutet Lügen und die Heilkräuter bedeutet die Wahrheit. Und beiden Schlangen begegnest du ständig in dein Leben. Und du bist dieser Asklepios, dieser Schlangenträger. Jetzt befindet sich dein Aszendent nicht in diesem Bereich, aber diese indischen Erzählung über diese Asklesha, über diese Schlange, ähnelt sich auf dieser Erzählung von Asklepios. Also diese Schlangenenergie hast du in dir oder wirkt in dein Leben. Und immer diese Entscheidungen, wenn du an Lügen glaubst, und das kommt immer, immer mal grundsätzlich honigsüß, dann neigen wir dazu, nicht nur du, ich auch, andere Menschen auch, dass wir in diesem Honigtopf reingefallen. Und das bedeutet, dass wir gutmütig sind, gutgläubig wie ein Kind. Und dann brauchen wir Heilung, dann brauchen wir diese Heilkräuter und das ist nichts anderes als die Wahrheit. Das ist diese symbolische Bedeutung, was dein Leben immer wieder begleitet, immer die richtige Entscheidung treffen. Das versinnbildlicht diese griechische, klassische, mythologische Geschichte. Aber zurück zum Indischen. Bei den Indischen Mythologie oder Erzählungen, ist das die Energie, die Kundalini-Energie. Das ist auch zwei Schlangen. Die eine symbolisiert die Angst und das zieht uns ständig nach unten und macht uns unbeweglich. Die andere ist angstfrei leben und die Begeisterung leben. Das ist eine ganz andere Energie, das ist die Transformation und das bedeutet nichts anderes, von Angst befreien und mutig zu sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also diese Geschichte erzählt auch etwas über diese Schlange. Und bei dir in deinem Horoskop ist auch in diesem Bereich, wo dein Aszendent ist, auch wieder die Schlangenenergie. Und das ist die karmischen Knoten. Und diese karmischen Knoten, das beschreiben die indischen Astrologen als Drache. Die Drachenschwanz symbolisiert die alten Karma und das hast du erlebt in der Liebe, Partnerschaft oder Ehe. Und die aufsteigende Mondknoten, und das ist die Drachenkopf, das ist dein Selbst und hat einen Bezug zu deiner Geburt, zu deine Selbstdarstellung und das ist deine Lernaufgabe, das ist deine karmische Lernaufgabe, zu dir selbst zu stehen. Natürlich mit diesem Schrankenenergie angstfrei leben oder vorsichtig zu sein, die richtige Entscheidung zum Treffen. Also das ist schon diese transformierende Energie, aber die Hauptthema ist die Selbstwertgefühl, die Selbstdarstellung, zu dir selbst zu stehen, Respekt verlangen und das ist natürlich die karmischen Lernaufgabe, dieser Drachenkopf, dieser karmischen Knoten steht bei dir im Aszendent. Bei diesem Mondhaus,
Wir kehren jetzt zurück, Thema Mondhaus, wo dein Aszendent befindet, in diese Aschlesha, ist ein Thema noch. Man überlegt sich, woher komme ich überhaupt? Und wohin geht die Reise? Plötzlich ist man da und stellt man solchen Fragen, was ist der Sinn in meinem Leben? Woher komme ich überhaupt? Und in welche Richtung soll das gehen? Und das ist diese geheimnisvolle, weil diese Schlange vermittelt auch diese geheimnisvolle Wesen. Und das ist natürlich diese geheimnisvolle, ist auch deine Ausstrahlung. Also das gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Dein Aszendent ist also Krebs, befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Du hast diesen Herzensmann. Wie wirkt, hast du überhaupt einen Bezug zu deiner Person, so wie du bist, deine Persönlichkeit oder wie du zu deinem Auftreten? Ist es ein persönlicher Bezug, was von deinem Herzensmann kommt? Seine männliche Energie, und das ist Mars, steht zu dir, zu deiner Person in eine Spannung. Dein Aszendent ist Krebs und sein Mars, was seine Männlichkeit, seine männliche Energie symbolisiert, ist in Tierkreiszeichen Waage. Und zwischen Krebs und Waage ist eine gewisse Spannung. Das kann auch bedeuten, dass er sich zu klein fühlt. Oder kann auch bedeuten, dass er unsicher ist, wenn er dich sieht oder bei der ersten Begegnung. Die Liebesplanet ist Venus. Wie ist die Verbindung? Hast du ihn als Frau angesprochen, von deinem Aussehen her, deinem weiblichen, diese weiblichen Kraft, was von ihm auch ausstrahlt, die Suche nach die Frau, die Suche nach die weiblichen Seite oder die Suche nach die Liebe? Es entsteht ein Quinkungsaspekt, was von ihm aus ausstrahlt und wirkt auf deinen Auftreten. Und das ist die erste Begegnung, die erste Augenblicke, das erste Treffen. Und dieser Quinkungsaspekt ist keine Spannung, das ist keine Spannung, sondern das macht dich anderes. Du warst plötzlich bei der ersten Begegnung, er hat das Gefühl gehabt oder so hat dich gesehen, du bist anderes. Er könnte nicht erklären, was ist anderes an dir, aber du bist anderes, was er überhaupt kennt. Und das erzeugt bei ihm auch eine gewisse Unsicherheit. Er ist unsicher dir gegenüber. Diese Verbindung löst Unsicherheit aus. Die karmischen Knoten, was von ihm auswirkt, seinen karmischen Erfahrungen von früheren Leben oder seinen karmischen Aufgabe oder karmische Liebe, karmischen Begegnung, hat eine sehr, sehr schöne Bezug zu deinem Auftreten. Das könnte ein Hinweis sein, dass ihr beide eine karmische Verbindung habt. Es ist noch kein Beweis, aber das zeigt in diese Richtung. Deine Sonne befindet sich nach diesem indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das ist ein Hinweis darauf, du brauchst Sicherheit, du brauchst Stabilität und du brauchst Ordnung in dein Leben. Die Bereich, wo sich deine Sonne befindet, das ist der Bereich im Horoskop Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Und das ist für mich ein klares Signal, die Lernaufgabe zu deinen Werten stehen und auf dein Selbstwertgefühl achten, das auch nach außen bringen, ins Licht zu bringen. Sonne ist das Licht, steht auch in die Mitte in unserem Sonnensystem. Also das auch vermitteln, dass du das von anderen auch dieser Respekt verlangst, das sind schon die Themen, was dich trifft.
also das auch vertreten. Und energetisch hängt das zusammen mit den Finanzen, Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, das ist dieselbe Energie als Geld. Also das ist die Besitz. Also es ist wichtig zu sagen, ich bin es wert, ich habe das im Besitz oder ich habe es verdient. Also das sind die wichtigen Sätze. Manche Menschen sagen, oh, ich bin es gar nicht wert oder das steht mir gar nicht zu. Das ist genau erzeugt das Gegenteil, das ist die Verlust. Verlust von diesem Wertschätzung, Verlust von Geld, also solche Sätze nicht sagen. Dein Sonne in Tierkreiszeichen, Jungfrau, befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Uttarapalguna und bedeutet Ernte, Reife oder reifen lassen. Und das trifft auch deine Persönlichkeit. Die Sonne symbolisiert dein Selbst. Das ist nicht das Auftreten, wie du wahrgenommen bist im Leben, das war Aszendent. Hier geht es um dein Selbst. Und das muss reifen lassen, erwachsen zu sein, geduldig zu sein und dann hast du die Früchte, weil das bringt die Ernte, das trägt Früchte. Dieses Mondhaus vermittelt dir noch etwas, Vitalität, Lebenskraft, Lebensenergie, Bewegung, Dinge auf den Punkt zu bringen. Das himmlische Feuer auf die Erde bringen. Und dieser himmlische Feuer ist nichts anderes als die Begeisterung. Man sagt auch, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und das ist für dich wichtig, für dich persönlich sehr wichtig, das, was dich begeistert, das Umsetzen im Tat real zu werden. Dann wird es auch Realität. Hier besteht auch eine Lernaufgabe, das himmlische Feuer, diese Begeisterung auf die Erde zu bringen, das heißt im Tat umsetzen. Dieses Mondhaus schützt dich in Partnerschaft, in die Liebe, auch in die Ehe und auch schützt dich oder hilft dir, gute Verträge unterschreiben. Und dieses Mondhaus erzählt noch etwas. Du hast einen Bezug zu Wohlhaben, zu Genuss, zum Luxus. Also die materiellen Dinge sind für dich sehr wichtig. Die Lernaufgabe ist noch konzentriert auf dem Ziel bleiben. Dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Und das in die Nähe von Aszendent. Das heißt, dieser Mond hat einen sehr starken Einfluss auf deine Persönlichkeit. Und das symbolisiert auch deine Mama, weil Mond ist das Mütterliche. Also eine sehr innige, schöne Verbindung zu deiner Mama. Und das fühlst du auch, dass sie einen sehr starken Einfluss auf dich hat. Und das in Tierkreiszeichen Löwe. Die Tierkreiszeichen Löwe ist das königliche Zeichen unter dem Tierkreiszeichen. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und in unserem Körper ist es nichts anderes als unserem Herz. Weil astromedizinisch ist die Sonne zu unserem Herz zugeordnet. Das ist das Zentrum in unserem Körper. Sonne ist das Zentrum in unserem Sonnensystem. Und dein Gefühlen, die Mond im Löwe, sagt aus, du bist das Zentrum in deiner Welt. Und du brauchst dieses Selbstbewusstsein. Und das ist nicht die Jungfrau-Eigenschaften, weil du bist in Tierkreiszeichen Jungfrau geboren. Dazu bist du sehr bodenständig oder zurückhaltend,
Eine Jungfrau braucht nicht unbedingt die Bewunderung. Eine Jungfrau muss auch nicht im Mittelpunkt stehen. Da ist eher zurückhaltend. Aber dein Gefühl, Löwe, lässt es nicht zu. Und du brauchst auch diese Erfolgserlebnis, die Publikum, die Bewunderung. Und dieser Mond im Tierkreiszeichen Löwe befindet sich in ein Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna. Und das bedeutet, etwas kommt von deiner Vergangenheit oder es geschieht etwas von früher oder die Erinnerungen. Und hier wird umgesetzt im Tat, umgesetzt in Realität. Dieser Mondhaus heißt die Vollendung. Das sind Erinnerungen oder Ideen. Und die Mondhaus zeigt klar und deutlich aus, das wird umgesetzt im Tat, das wird Realität, da kommt der Erfolg, da kommt auch diese Begeisterung im Tat umsetzen, das ist diese Vollendung. Und wenn du ins Ziel bist, wenn du das beendet hast oder du Erfolg hast oder diese Vollendung erlebst, dann ist das für dich ein sehr gutes Gefühl, ein sehr schönes Gefühl. Immer noch diese Mondhaus, die materiellen Dinge sind für dich sehr wichtig. Nicht nur die Sonnenposition zeigt in diese Richtung, sondern auch die Mondposition zeigt in diese Richtung. Aber es ist nicht immer alles, handelt sich nicht immer alles um Geld, sondern die Gestaltung etwas. Das heißt, für dich ist es zu wenig, eine Idee zu haben oder einen Traum zu haben. Die Freude kommt dann, wenn du das erlebst, wenn du das umgesetzt hast im Tat, diese Gestaltung. Das ist für dich wichtig. Das ist auch Materie, weil dann kannst du das, deine Ideen umsetzen in Realität und die Realität, deine Lebensumstände hat mit Erdeelement etwas zu tun und Erdeelement gehört zu Materie. Das heißt, die Ideen umsetzen im Tat, das in Form zu bringen, das zu gestalten und das ist auch dein Gefühl, weil du hast dabei ein gutes Gefühl oder dein Gefühl sagt, das gelingt dir auch, gib bitte nicht auf. Dieser Mondhaus, wo dein Mond befindet, verleiht dir ein logisches Denken und du verstehst die Zusammenhänge, den Leben. Dieser Mondhaus bedeutet auch, Dinge auf den Punkt zu bringen. Hier bei diesem Mondhaus wird noch behauptet, also so beschreiben die indischen Astrologen, dieses Mondhaus ist gut für Gewinn, gute Finanzen, ein gutes Gefühl haben zum Geld. Und das ist nicht nur, weil dieses Glück da ist, sondern das kommt von früher, also das sind früheren Erinnerungen. Mars ist eine männliche Energie, bedeutet auch bei Liebesbeziehungen der Mann. Aber diese Mars-Energie, diese männliche Energie, haben wir Frauen auch. Sogar wir brauchen das auch. Astromedizinisch ist Mars zu unserer Muskulatur zugeordnet, aber hat einen Einfluss auf den Blutbildung, das ist die Eisengehalt des Blutes, wird auch zum Eisen, natürlich auch zum Mars zugeordnet, auch die Farbe Rot. Und diese Mars-Energie bedeutet bei uns Frauen auch, um uns durchsetzen im Leben, Kraft zu zeigen, mutig zu sein, etwas in Bewegung setzen. Mars bedeutet auch Bewegung, also Sport, Aktivitäten. Also das ist die Kraft, was wir auch brauchen. Dein Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Natürlich, Krebs ist sehr mütterlich und sehr gefühlsvoll.
Mars kann manchmal aggressiv sein und das magst du nicht. Dazu bist du sehr emotional. Und Mars befindet sich auch in die Nähe von deinem Aszendent. Also auch wenn Krebs sehr feinfühlig ist und weiblich, über Krebs herrscht der Mond und es ist die weibliche Energie, trotzdem dieser Mars Einfluss auf dein Aszendent, auf deine Persönlichkeit zeigt, dass du auch Kraft hast, dass du dich behaupten kannst, dass du dich wehren kannst, dass du mutig bist. Also das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Mars bedeutet auch der Mann, bei weiblichen Horoskopen der ideale Mann. Und das heißt nicht, dass der Mars, dass der Mann in Tierkreiszeichen Krebs geboren soll, überhaupt nicht, sondern diese Eigenschaften, gefühlsvoll zu sein, für dich sorgen oder dass du diesen Mann bemuttern kannst oder umgekehrt, dass er bemuttert dich. Also diese Eigenschaften, ein Zuhause zu haben, gefühlsvoll zu sein, Familienvater zu sein oder Familien gründen, um anderen zu sorgen. Diese Eigenschaften suchst du unbewusst bei den Männern. Und das sind die wichtigsten Eigenschaften, was du brauchst, was bei unbewusst bei einem Mann auch suchst, gefühlsvoll und familiär. Mars befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Ashlesha. Das ist die gleiche wie bei dein Aszendent, umklammern, umarmen, ist wieder die Schlangenenergie. Das heißt, du begegnest in dein Leben, nicht nur jetzt mit deinem Herzensmann, sondern früher und es wird auch in Zukunft so sein, dass diese Männer auf dich zukommen. Und erinnere immer auf diese Geschichte von den beiden Schlangen. Es wird immer wieder Männer geben in dein Leben, die dir Komplimente machen und versprechen Gott und die Welt. Aber die neigen dazu, dich zum Täuschen oder Lügen und da brauchst du die Jungfrau-Eigenschaften. Du bist im Tierkreiszeichen eine Jungfrau geboren, also sehr wichtig, diese Jungfrau-Eigenschaften. Die kluge Jungfrau kann unterscheiden. Jungfrau trennt Spreu von Weizen. Und weil du hier Begegnungen hast mit Männern, du musst immer daran denken, war dieses Kompliment ernst gemeint, kommt es von Herzen oder hat jemand mir Kompliment gemacht, aber es ist gar nicht so gemeint, sondern dieser Mann lügt mich an, täuscht mich, sucht seine Vorteile. Diese Verführung, das ist diese Schlangenenergie, wo du begegnest, diesem Mondhaus zeigt, die Bereich, die Lebensbereich, die Begegnungen mit Männern ist leider, ist möglich, aber das ist schon auch dein Lernprozess, diese Entscheidungen zu treffen und das zu erkennen, wer spricht die Wahrheit und wer lügt. Dieser Mondhaus bedeutet noch etwas, die Angst überwinden und die Mars-Energie natürlich, auch diese Kraft, dieser Mut, das zu bekämpfen. Mars kämpft und das bedeutet nicht immer Kriege zu führen und aggressiv sein, sondern solche Eigenschaften oder solchen Gefühlen wie Angst zu bekämpfen. Und Mars ist natürlich auch die Lebenskraft und das wirkt auf dein Leben auch, weil das steht zu deiner Persönlichkeit in die Seite, dass du Mut hast, dass du Kraft zeigen kannst, dass du dich behaupten kannst, dass du dich durchsetzen kannst und zeigt auch Lebensenergie, Lebenskraft, auch Sport, Bewegung. Und natürlich bei diesem Mondhaus, wo um die Schlangen geht, die Transformation bei dir, die Angst zu bekämpfen, angstfrei leben und bei Begegnungen immer unterscheiden, ist die Wahrheit, ist das die Wahrheit oder ist das die Lüge. Merkur ist der Planet der Kommunikation.
Handlungen und Kommunikation, aber auch Verträge oder Selbstständigkeit. Merkur befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Waage. Waage, Merkur bedeutet, du suchst die schöne Sprache. Du drückst dich auch sehr künstlerisch aus. Also du magst nicht grobe Worte, du magst nicht die Aggression oder die beschimpfenden Worte, das erträgst du nicht, sondern du achtest auf diesen Sprachausdruck, also sehr, sehr schön, sehr wählerisch auch. Natürlich bedeutet das auch eine Art Begabung bei dir, die Talent zum Schreiben, die Talent dich zum Ausdrucken. Also das kann auch eine Richtung sein, wo du dich entfalten kannst, die schöne Sprache, Gedichte schreiben oder ein Buch zu schreiben. Es gibt aber einen Nachteil. Der Nachteil ist, dass du immer darauf achtest, was du sagst, wie du das formulierst. Du möchtest niemand verletzen, mindestens mal nicht mit der Sprache verletzen. Und es ist schwierig für dich, Nein zu sagen. Oder Entscheidungsschwierigkeiten, besonders wenn es um Verträge geht, wenn es um die berufliche Situation geht, wo du handeln sollst, gehst in Selbstständigkeit oder bleibst in angestellten Verhältnissen und die ganzen Verträge, wie sollst du das verstehen? Natürlich, die Weisheit ist da und bist auch klug. Und kannst du dich gut diplomatisch auch ausdrücken, aber wenn es um Entscheidungen geht, soll ich nicht, da sind ein gewisser Zweifel, das kann bei Waage natürlich passieren. Diese Waage Merkur befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Chitra, das ist eine von den Ehefrauen des Mondes und das war die Geheimnisvolle. Dieses Mondhaus wird von einem Stern bestrahlt, einem geheimnisvollen Stern und dieser Stern heißt Spica. Die Römer haben verehrt diesen Stern, so wurde auch Rom gegründet. Das hat mit dem Tierkreiszeichen Waage auch etwas zu tun. Waage ist ein Symbol auch für Gerechtigkeit, die römischen Recht, Justitia ist weltberühmt. Also das hat mit Gründung von Rom auch was zu tun und natürlich wurde auch dieser Spica verehrt. Und dieser Spica bedeutet auch Weizenehre. Das ist die Ernte, was die Jungfrau auch zeigt und hier beginnt auch die Tierkreiszeichen Waage. Und das ist der Übergang zwischen Jungfrau und Waage. Das handelt sich um Gerechtigkeit, das handelt sich auch um Ernte, das handelt sich auch um den Zeitpunkt, etwas reifen zu lassen, die Wachstum, die Ernte. Und gerade bei diesem Mondhaus, wo dein Merkur hier steht, bedeutet etwas reifen lassen. Oder deine Sprache trägt Früchte, bedeutet auch sehr gute Verträge und auch deine Sprachbegabung. Jupiter bringt Glück in unserem Leben. Jupiter vermehrt auch etwas. Immerhin ist Jupiter der größte Planet in unserem Sonnensystem, dehnt sich aus. Und so wirkt auch in unserem Leben Wachstum, Ausdehnung und bringt auch Glück, Gewinn. Und Jupiter vertritt noch etwas. Hier handelt es sich um Zeus. Das ist der Himmelsvater, der Himmelsgott, die Höchste im Olymp. Handelt sich auch um seine Herrschaft und auch um Gerechtigkeit. Jupiter befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Jungfrau in einem Bereich, in einem Lebensbereich, wo es um deine vertraute Umgebung handelt. Also nicht im Ausland, sondern
den Ort, wo du lebst, die Familie, die Verwandtschaft, die Nachbarschaft, all das, was dir vertraut ist, da kannst du dich ausdehnen und da hast du Glück mit diesem Kontakte, mit diesen Verbindungen. Mars bestrahlt sehr gut Jupiter und das bedeutet, du hast Glück mit Männern. Und diese Männer befinden sich nicht in die Weite, diese Männer befinden sich nicht im Ausland, sondern die sind in deiner vertrauten Umgebung. Und wenn du das wahrnimmst oder da die Kontakten suchst, es muss nicht um die Liebe handeln, um Partnerschaft, aber männlichen Personen in Familie, in Verwandte, in Nachbarschaft, wo du Glück hast, weil du bekommst da Unterstützung oder die Gerechtigkeit oder helfen dir in einer rechtlichen Lage. Aber ich schließe nicht aus, dass der Herzensmann auch in deiner Umgebung ist. Also auf jeden Fall hast mit männlichen Personen Glück in deiner vertrauten Umgebung. Diese Jupiter-Energie, was dir Glück bringt, wo etwas vermehrt in dein Leben oder Gewinnmarkt oder auch Gewinnchancen natürlich, dieses Glück und wo du die Gerechtigkeit, deine Rechte bekommst, befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Hasta. Übersetzt heißt das Hand oder Handlungen. Und dieses Mondhaus wird von Windemiatrix bestrahlt. Diese Windemiatrix ist im griechischen Mythologie die Weinleserin, steht mit Weingott Dionysos in Verbindung. Und diese Weinleserin symbolisiert die Feste, die Fröhlichkeit, Tanz, Musik, Fröhlichkeit, Fest, das Leben zu genießen. Und das befindet sich dein Glück in diesem Bereich, in deiner vertrauten Umgebung. Das heißt, wenn ein Fest ist oder eine Einladung oder Fröhlichkeit oder gerade ein Weinfest, das kann dir Glück bringen, gute Kontakte, schöne Verbindungen, Freundschaften oder sogar der richtige Mann zu begegnen. Venus ist die weibliche Energie und Venus gilt als Aphrodite, die Liebesgöttin, also hier handelt es sich um Liebe, aber nicht nur Liebe, sondern auch Schönheit, Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit, kleines Glück und auch die Liebe natürlich. Venus steht oder bewegte sich in dein Geburtsmoment in Tierkreiszeichen Waage. Eine Waage Venus ist sehr stark. Warum? Weil Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Waage. Also befindet sich im eigenen Bereich, da kennt er sich aus. Du hast dadurch eine ganz starke weibliche Energie, natürlich auch dein Aussehen, deine Schönheit und das ist auch ein Symbol, die Waage Venus. Und diese Venus-Energie und diese Waage befindet sich in dein Horoskop, im tiefsten Punkt des Horoskopes, was besagt, das ist die Basis, das ist die Fundament. Ich vergleiche die Horoskopen mit einem Baum. Und dieser tiefste Punkt, dieser tiefste Punkt des Horoskopes ist für mich wie die Wurzel des Baumes. Hier fühlt man sich verwurzelt. Das sind die Traditionen, das sind die Ahnen, das ist die Herkunft. Hier fühlt man sich sicher, da kehrt man zurück. Das ist die Basis, das ist die Fundament und von diesem Basis aus kann man das Leben aufbauen. Wenn das stabil ist, dann hat man Erfolg, dann ist das, hat Hand und Fuß. Und Venus hier im Waage, du hast dieses Fundament. Und das ist dein Glück auch, dein Herkunft, dein Elternhaus, aber auch deine weibliche Energie. Da drauf kannst du bauen. Das ist deine Stärke, das ist die Basis. Steht leider in Spannung mit Mars.
Und das ist in der Liebepartnerschaft nicht einfach, weil Mars und Venus ist die Liebespaar. Venus ist Aphrodite, Mars ist Ares und Aphrodite und Ares ist diese ganz berühmte Liebespaar. Ihren Sohn ist Amor mit seinem Pfeil und bringt die Liebe auf die Erde. Wenn Amors Pfeil uns trifft, heißt es auch, verliebt zu sein. Also Amor ist der Sohn von den beiden, von Mars und Venus. Das ist dieser Liebespaar. Und diese Spannung kommt nicht von dir, weil du hast die Fundament, du hast die Basis, du hast die Voraussetzung, in einer glücklichen Partnerschaft zu leben. Du kannst auch deine weibliche Energie, diese Anziehungskraft, hundertprozentig vertrauen. Das ist die Fundament. Aber du hast immer Spannung zum Mars. Und das habe ich auch erklärt. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs, in einem Mondhaus, wo als Symbol die Schlange auftritt, weil du immer wieder falsche Männer anziehst. Ich sage nicht, dass jedes Mal so ist, aber kann passieren. Also sei vorsichtig, weil hier hast du eine Lernaufgabe. Die Lernaufgabe ist, die richtige Entscheidung treffen, so wie der Schlangenträger Asklepios musste auch eine richtige Entscheidung treffen. Also nicht in die Honigtopf reinfallen, weil die Männer Komplimente machen, nicht alle Worte müssen wir glauben, weil sonst sind wir wie ein Kind. Für ein Kind kann man alles erzählen, ein Kind glaubt alles. Ein Kind glaubt auf die Märchen und genau da musst du klug sein. Und deine Jungfrau, Sonne, du bist im Jungfrau geboren, hilft dir dabei. Das ist dein Wissen. Und da kannst du die richtige Entscheidung treffen. Aber dazu ist wichtig, überlegen oder erstmal zurückziehen. Du brauchst auch Zeit, damit einordnen, was ist richtig, was ist nicht und erstmal das alles beobachten. Aber bei dieser Spannung, Mars und Venus Spannung, gibt eine Lösung auf allen Problemen. Ich sehe das nicht als Problem, das ist eine Herausforderung und du lernst daraus, das ist, hilft dir, dich zum Entfalten, das ist Wachstum. Aber hier gibt es auch eine Lösung. Die Lösung befindet sich im goldenen Schnittpunkt. Und das ist zwischen Löwe und zwischen Jungfrau. Löwe entspricht dein Mond. Und Mond symbolisiert deinen Gefühlen. Also wenn du das auf dein Gefühl hörst, dann triffst du auch die richtige Entscheidung. Oder hör auf deine Mama. Weil Mond hat einen Bezug auf deine Mama und deine Mama kann das auch ganz gut einschätzen, was auf dich zukommt. Also ein guter Rat kann auch von deiner Mama kommen. Oder hör auf dein Bauchgefühl, dein gesundes Bauchgefühl. Sagt schon, ja, da kannst du vertrauen, hast du ein gutes Gefühl dabei. Oder dein Bauchgefühl sagt, irgendwie stimmt da nicht. Also dann sollst du schon achtsam sein. Also das ist die Löwe und in Tierkreiszeichen Löwe hast du den Mond und das sagt auch dein Gefühl. Und die Jungfrau, ja, die Jungfrau hilft dir auch, trennen von Spreu von Weizen und die beiden zusammen, dein gutes Bauchgefühl, die kluge Entscheidungen, der Rat von deiner Mama, liegst goldrichtig. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, das heißt, du hast eine wunderbare weibliche Energie, das ist deine Stärke. Und diese Mondhaus, also Venus in Tierkreiszeichen Waage, befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Vishaka. Vishaka ist auch eine von den Frauen des Mondes und diese Vishaka ist die Göttin des Krieges, eine Feuergöttin. Das bedeutet nicht, dass diese Göttin des Krieges Krieg führt oder aggressiv ist. Kann gar nicht sein. In Tierkreiszeichen Waage passt das überhaupt nicht. Die Tierkreiszeichen Waage ist Harmonie und Frieden. Aber das symbolisiert das Bekämpfen. Bekämpfen Emotionen wie Angst,
bekämpfen das Gefühl Zweifel, bekämpfen das Gefühl Schuldgefühl oder Eifersucht. All diesen Gefühlen bekämpft diese Göttin des Krieges. Das ist der Krieg, das inneren Krieg. Und das ist nicht aggressiv, sondern ich könnte sagen, das ist eine Art Transformation. Ich erkläre das immer mit den alchemistischen Prozessen. Und ich finde dieses Beispiel sehr passend auch. Die alten Alchemisten haben die Metallen veredelt. Das Ziel war, Gold zu gewinnen. Und genau in diesem Prozess haben wir uns auch mit unserem Charakterzüge ein edelen Mensch zu sein. Unserem Gefühlen veredeln. Das Ziel ist das Gold. Gold als Edelmetall ist zum Sonne zugeordnet. Und die Sonne symbolisiert unserem Selbst. Und Sonne ist in unserem Körper, unserem Herz. Und wenn wir unserem Herz hören, dann strahlen wir auch Herzenswärme aus oder sind von vielen begeistert in unserem Leben, weil wir sind durch diese Begeisterung mit Herz und Seele dabei. Das ist dieser Prozess. Was blockiert uns? Das ist die Angst. Die Angst macht uns unbeweglich. Geht nichts voran. Und diese Göttin des Krieges zeigt dieses Prozess. Diese Angst, ich könnte sagen, loslassen. Die indische Mythologie beschreibt es als Krieg und diese Vishakha ist auch eine Feuergöttin. Sie beschreiben das ein bisschen anders. Sie sagen, das müssen wir verbrennen. Ich könnte sagen, wir sollen das loslassen. Also Angst loslassen. Die tragende Energie ist in diesem Mondhaus, wo dein Liebesplanet Venus und auch deine weibliche Kraft befindet. Die tragende Energie ist der Wunsch, dass du deine Wünsche lebst. Und das ist sehr, sehr wichtig. Dieses Mondhaus bedeutet auch überraschende Ereignisse. Wenn du davon selbst überzeugt bist, dass dein Wunsch zum Erfüllung geht, wenn du davon selbst überzeugt bist, dass du deine Wünsche, deine Träume lebst und bist diese Göttin des Krieges, die Göttin des Feuers, wenn du in die Lage bist, deine Angst verbrennen oder mit anderen Worten die Angst loslassen, dann hast du Macht. Und diese Venus-Energie ist im Bereich Liebe. Dann hast du die Macht in die Liebe Partnerschaft und lebst deinen Traum, lebst deine Wünsche. Und das ist erreichbar. Dieses Mondhaus zeigt auch, du erreichst es auch. Saturn. Sind wir bei meinem Lieblingsthema, mein Lieblingsplanet. Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Das heißt, wir haben von der göttlichen Ordnung her die Freiheit. Die Freiheit, unserem Leben so gestalten, wie wir das wollen. Natürlich gibt es hier auf die Erde andere Einflüsse. Elternhaus, Schule, Freundeskreis, die Gesellschaft. Also wir müssen in gewissem Maßen auf dem System anpassen. Wir können nicht immer das machen, was wir wollen. Also es sind schon Einschränkungen da. Aber von dem göttlichen her, so wie Gott mit uns großzügig umgeht, wir haben das absolute Freiheit, unserem Leben so gestalten, wie wir das möchten. Und wenn wir diese schöpferische Kraft haben und die Begeisterung und wir leben unseren Wünsche, was in unserem Herz geschrieben ist, und natürlich kommt auch die edlen Charakterzüge und das edles Gefühl, dann ist unserem Leben ist wie ein Kunstwerk. Die Frage ist nun, wer macht es? Nur die wenigsten.
Die meisten von uns bewegen sich in ihrem Lebensweg in Umwegen. Leben sie ihren falschen Beruf? Sind sie in die falschen Ort? Dann sind sie beengt in die Partnerschaft. Dann kommt die Krankheit immer ein Symbol ist, irgendwas stimmt da nicht, verbessere etwas in dein Leben. Das ist immer eine Sprache, jede Krankheit ist eine Sprache. Und wenn wir nicht mal auf den Krankheiten handeln und wir weiterhin in falschen Wegen sind, oder sind wir vielleicht in einer Sackgasse, wo wir das Gefühl haben, jetzt geht nichts mehr voran, ich finde keinen Ausweg. Dann kommt Saturn und korrigiert das und lenkt uns zurück in den richtigen Weg. Dann kommen schicksalhafte Ereignisse. Kommt vielleicht eine Kündigung oder der Partner trennt sich. Also jemand macht die Entscheidungen, wenn wir nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Dann macht jemand anderes für uns. In dem Augenblick ist vielleicht das unangenehm. Wenn wir aber später das betrachten oder zurückblicken, warum war das so, dann erkennen wir die Muster. Es war notwendig, es war gut so. Und das ist die Funktion Saturn, weil Saturn kennt unserem Schicksal. Saturn hütet das Buch des Lebens, die Akasha-Chronik, wo alle Schicksalswegen beschrieben sind. Ich habe vorher gesagt, wir sind frei, wir können unserem Schicksal bestimmen. Aber irgendwo ist schon vorbestimmt, der idealen Weg, das goldenen Weg ist vorbestimmt. Nicht, weil Gott uns das vorschreibt, was wir tun sollen, sondern weil die Seele das so ausgewählt hat und die Seele möchte in diesem Weg zu gehen. Also einen göttlichen Plan existiert schon. Aber wir sind nicht dazu gezwungen, in diesem Weg zu gehen, obwohl das ist der ideale Weg. Und Saturn lenkt uns auf diesem goldenen Weg zum Gehen, dass es weitergeht, dass wir unsere Berufung leben, dass wir befreit sind, dass wir glücklich sind in die liebe Partnerschaft, dass wir in den richtigen Ort leben. Und das ist der Saturn-Einfluss. Und Saturn kennt nicht nur die Schicksale, sondern Saturn hütet auch die Karma. Und Karma bedeutet die früheren Leben. Und wie kann man das alles verstehen? Das ist gar nicht so einfach. Und das bedeutet, wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele wohnt in unserem Inneren. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt die Materie, verlässt die Erde, aber hat die volle Bewusstsein, die Erfahrungen, die Erinnerungen, die Gefühle, alles ist da, aber nicht mehr auf die Erde, sondern kehrt zurück zum Gott und blickt zurück, lässt sich Revue passieren und das ganze Leben wiederholt sich wieder wie ein Film. Und die Seele schaut diese Filme nochmal an, das ganze Leben, von Geburt bis zum Tod. Und wenn die Seele glücklich ist und sagen kann, dafür hat's gelohnt zum Leben, ich habe meine Aufgabe gehabt, ich war glücklich, befreit, dann hat sich von Karma gelöst. Natürlich kommt noch die Gerechtigkeit wie Ursache und Wirkung dazu, ganz klar, das muss die Seele ausgleichen, alles was man aussendet, kehrt auch auf eins zurück. Das ist die göttliche Gerechtigkeit, das muss immer ausgewogen sein. Aber ich möchte jetzt nicht die Gerechtigkeit ansprechen, das ist nicht mein Thema. Jemand verurteilen oder urteilen, für mich jeder Mensch ist frei, sondern mir geht in erster Linie darum, glücklich zu sein. Glücklich zu sein und von allem befreien, was uns bedrückt, was uns gefangen hält. Und das ist schon mal ein Schritt nach vorne, weil dann fühlt sich die Seele frei, also befreit von diesem karmischen Last. Aber wenn die Seele, wenn zurückblickt, was war in Vergangenheit, was hat alles erlebt hier auf die Erde und die Seele unzufrieden ist und möchte etwas verbessern,
Was passiert dann? Dann kehrt wieder zurück auf die Erde, macht die Seelenreise und versucht es besser zu machen. Diese Chance haben wir immer. Und das ist dieser Kreislauf, das ist diese Seelenreise. Und das sind diese karmischen Themen, weil wenn das so ist, dann heißt, wir haben eine oder sogar mehreren früheren Leben. Wir sind nicht erstes Mal hier auf die Erde. Und dieser Bereich, Thema Karma, gehört zum Herrschaft von Saturn. Also Saturn achtet darauf, dass wir befreit sind von diesen karmischen Belastungen und belehrt uns, auf dem goldenen Weg zu gehen. Und das ist die Aufgabe. Und astrologisch zeigt sich Saturn, was ist es genau? Und was ist bei dir deine karmische Lernaufgabe? Das ist zu deinen Werten stehen, die Selbstwertgefühl und Wertschätzung und das zu verlangen von anderen und auch das Geld, die Finanzen, weil das hängt energetisch auch astrologisch zusammen. Saturn befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus kam schon mal vor. Dieser Mondhaus heißt Hasta, was übersetzt Hand und Handlungen bedeutet und in diesem Mondhaus wirkt Windermere Atrix, das ist die Weinleserin, das ist die Fest, die Fröhlichkeit. Und das ist deine Lernaufgabe, nicht die Strenge, sondern deine Lernaufgabe ist, zu deinen Werten zu stehen und erlauben, dein Leben zu genießen, wie ein Fest. Und diese Fröhlichkeit, das ist deine Lernaufgabe, das zu leben. Dieser Mondhaus bedeutet auch Lernfähigkeit, Erfindungsreichtum, also der Verstand wird auch betont, aber auch Gefühlen leben, vernünftig zu sein, kontrolliert zu sein, aber mit einer Leichtigkeit, also nicht mit Strenge, sondern so wie diese Weinleserin, diese Windermere-Atrix vermittelt, die Lebensfreude. Und bezüglich auf Geld, Lebensfreude, Leben, auch da Geld ausgeben, dass dir gut geht, dass du dich verwöhnst, mal was Schönes kaufen für dich. Natürlich trotzdem vernünftig kontrolliert. Das ist schon Saturn-Thema. Vernunft und Kontrolle. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten und das ist die karmischen Weg. Was fehlt? Die absteigende Mondknoten sind die Erinnerungen, die alten karmischen Erfahrungen. Was war in früheren Leben? Und natürlich gibt da auch sehr viel Schätze, weil da haben wir Lebenserfahrungen gemacht. Und diese Schätze, Talente, Fähigkeiten, Erfahrungen sollen wir bewahren, behüten. Dann sind auch Eigenschaften, was uns vielleicht gehindert hat, das verändern, verbessern, loslassen. Und es geht immer eine neue Richtung, was uns neu ist, wo wir neue Erfahrungen sammeln, wo uns entfalten, was wir brauchen, weil uns das eben befreit. Und das ist bei dir die Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs. Und das bedeutet, deinen Gefühlen zu leben, auch das im Ausdruck bringen. Dieser Rahu befindet sich in die Nähe von deinem Aszendent. Das heißt, dein Selbst in Ausdruck zu bringen, dein Selbst leben und das nach deinem Gefühl und auch Verlangen von anderen, dieser Respekt, die Wertschätzung und nicht ausnützen lassen, also da klare Entscheidungen treffen. Und die Krebs bedeutet auch die richtige Zeitpunkt verspüren. Das ist kein Verstand, Kopfsache, sondern das ist Gefühl. Krebs fühlt das. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln? Dieser Mondhaus, wo dein karmischen Knoten befindet, heißt Pushya. Und das ist ein Mondhaus, was Glück bringt und neutralisiert negative Einflüsse, negative Energie. Das heißt, karmisch gesehen, du hast Glück mit deinem Karma. Und
Das kannst du so vorstellen, du hast im früheren Leben sehr viel Gutes gemacht und es wird ausgeglichen, dieses Glück kehrt in dein jetziges Leben zurück. Und das neutralisiert negative Einflüsse. Also du hast eine sehr gute Karma. Ich könnte sagen, all das, was du gesät hast im früheren Leben, das wirst du in dieses Leben ernten und damit hast du Glück. Aber lernst du etwas, zu dein Selbst zu stehen, die Wertschätzung verlangen von anderen, Selbstwertgefühl und auch, dass du nach Gefühl handelst, dass du den richtigen Zeitpunkt zum Handlungen auch verspürst von innen heraus, dass du intuitiv bist und hörst auf deinen inneren Stimme. Und natürlich die Entscheidungen achten, trennen Spreu von Weizen, das habe ich schon erklärt. Und dass du immer Einflüsse von außen kommt, was für dich besonders, wenn, was die Liebe betrifft, dass du neigst dazu, die falschen Männer anzuziehen und da sollst du ein bisschen kritischer sein. Und dieser Mondhaus bedeutet auch Pflichtbewusstsein, Dankbarkeit, Stabilität und deine Stärke ist deine Intuition. Das sollst du als karmischen Weg, als Lernaufgabe, diese neue Richtung, deine Intuition entdecken, weil das begleitet dich und das ist die beste Ratgeber und du bist weise. Dieses Mondhaus, wo dein karmischen Knoten, zwar die neue Weg, die neue Richtung im Krebs, bedeutet auch Glück. Du wirst in deinem Lebensweg Glück haben, weil das karmisch gesehen, du erntest das, was du gesät hast und das sind deine guten Taten. Und das bedeutet auch einen schönen Weg, einen glücklichen Weg, auch Wachstum und du wirst dich aufblühen, ausdehnen. Dein alter Karma, und das ist Ketu, die alte Karma liegt in Tierkreiszeichen Steinbock. Und das kennst du von früheren Leben, dass du um alles erarbeiten müsstest. Aber hast du Ausdauer gehabt und hast du Kraft gezeigt und du hast deine Ziele erreicht. All dieses Lebensweg kennst du schon von früher und da hast natürlich vieles erreicht, hast im Leben, hast auch Ansehen bekommen. Dieser Mondhaus, wo dein alter Karma befindet, heißt Uttarashada und dieser Uttarashada bedeutet eine Verbindung herstellen und eine Verbindung zu haben zu unserem höheren Wünschen. Und das kennst du von früher. Du hast in Gesellschaft eine große Rolle gespielt, große Ansehen gehabt und das war die Aufstieg und natürlich auch Anerkennung. Und hast du hohe Ziele und hohe Ideale gehabt und das hast du auch erreicht. Aber das war von anderen nicht immer geschätzt. Oder das war ausgenutzt. Das heißt, wenn du Ansehen gehabt hast oder eine hohe Position oder du hast deine höhere Ziele erreicht hast, natürlich kann das bedeuten, dass du Neider gehabt hast oder einige Menschen, die das ausgenutzt hast und das könntest du nicht ausweichen und deswegen kommt dieses karmische Thema, wiederholt sich etwas, wo wieder mit Menschen begegnest, wo dich versuchen auszunützen, dass du die kluge Entscheidungen triffst und lässt es nicht zu und verlangst auch Respekt und setzt du Grenzen. Das ist die Lernaufgabe. Und wie kannst du das bewältigen, wenn du auf dein Gefühl hörst? In diesem alten Karma warst du sehr hoch geschätzt. Natürlich kommt auch die Neider oder Menschen, die dich ausgenützt haben, dazu, aber war die Wertschätzung da und auch die Gerechtigkeitssinn ist sehr, sehr stark ausgeprägt und du warst in früheren Leben auch sehr sozial eingestellt. Du hast viel für andere getan und die Gefahr war ausgenützt zu werden.
Jetzt schauen wir das Horoskop von dein Herzensmann an, die einzelnen Energiefelder, und dann vergleichen wir die beiden Horoskopen miteinander. Er ist in Tierkreiszeichen Steinbock geboren. Natürlich ist bei dir das alte karmische Erinnerung. Kann sogar sein, dass du seine Seele kennst vom früheren Leben. Seine Sonne ist also im Steinbock. Das heißt, er hat hier und jetzt in diesem Leben hohe Ideale und Ziele und er möchte diese Ziele erreichen und er hat die Ausdauer und er hat die Geduld dazu. Die Mondhaus, wo sein Sonne befindet, heißt Shravana und übersetzt heißt das Hören, das Gehörte. Und hier hat er eine sehr wichtige Lernaufgabe, auf seinen inneren Stimme hören. Dieser Mondhaus steht in Verbindung zum Adler. Hier in der Nähe von Steinbock befindet sich der Sternbild Adler und das ist schon die Weitblick. Und das ist sein Vorteil, dass er seine Möglichkeiten und seine Chancen erkennt, weil da hat ein Adlerblick dazu und seine Lernaufgabe eben auf seine inneren Stimme hören. Die Schattenseite, diese Sonne im Steinbock, in diesem Mondhaus, die Schattenseite ist bei ihm nicht zuhören, was der andere meint, sondern eine Ich-Bezogenheit. Das kann natürlich bei ihm sein, dass er nicht zuhört, was die anderen meinen. Sein Mond, was seinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Also Mond fühlt sich in Tierkreiszeichen sehr wohl. Aber bei diesem Tierkreiszeichen handelt es sich um zwei Fischen. Astronomisch heißt es die südlichen Fisch und das nördlichen Fisch. Die sind zwar miteinander verbunden, Alpberg ist dieser Stern, was die zwei Fischen miteinander verbindet. Aber die Richtung ist anderes. Es gibt Fischengeborenen. Er ist nicht im Tierkreiszeichen Fischen geboren, aber sein Gefühl ist hier zu diesem Tierkreiszeichen zugeordnet. Und die eine Richtung ist die Träume, die Visionen und daran glauben, überzeugt zu sein, dass das eintrifft und dieser großartige Glauben zu haben, die Vertrauen, das Glauben, diese Träume zum Leben, das ist die Stärke, die Fischen, die Tierkreiszeichen Fischen. Und hier ist die Reichtum verborgen, nicht nur die finanzielle Reichtum, sondern auch das inneren Reichtum. Die andere Richtung ist das Ängstliche. Mir klappt es nicht, ich gebe das nicht auf. Und diese Mitleidende, diese ängstliche Mitleidende Fischen, das ist die andere Richtung und das macht unbeweglich, das zieht nach unten. Und wenn sein Gefühlszustand in dieser Richtung sich bewegt, dann neigt er zu unzufrieden zu sein. Sogar viele Menschen mit diesem Mond im Fischen, wenn in diese Richtung die Energie fließt, neigen auch zu Depressionen. Die Mondhaus in Tierkreiszeichen Fischen heißt bei ihm Uttarapadra und dieser Uttarapadra erteilt Erfahrungen. Er braucht noch Erfahrungen. Das ist auch seine Lernaufgabe, Erfahrungen sammeln, gerade was die Emotionen betrifft. Und die Liebepartnerschaft ist sehr emotional. Seine große Lernaufgabe besteht daran, geben und nehmen im Gleichgewicht zu halten. Also nicht ausnehmen lassen, aber auch nicht niemand ausnützen, sondern das muss im Gleichgewicht sein. Und die zweite, also das ist die eine Lernaufgabe, das Geben und Nehmen. Es ist nicht nur die Finanzen, sondern auch Gefühlen,
Mond hat einen Bezug zum Gefühlen, also Liebe zeigen oder Interesse zeigen, Gefühlen zeigen und das auch einnehmen und das ist in die inneren Gleichgewicht halten. Das ist diese Polarität und das ist für ihn wichtig, für seinen Gefühlszustand, weil so kommt er im inneren Gleichgewicht. Die zweite Thema hier bei dieser Mondposition ist seinen Glauben. Glauben versetzt Berge, Glauben all das, was er vorhat, Glauben an sich selbst, Glauben an die Liebe und niemand ausnützen, aber auch nicht ausnützen lassen und bei Emotionen Gefühl zeigen, Gefühlen annehmen, so kommt in inneren Harmonie, dann macht diese Erfahrungen und bewältigt seine Lernaufgabe. Sein Mars, und das ist die männliche Energie, der Mann befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Natürlich steht zu dir in Verbindung, weil dein Venus ist auch im Waage. Also Mars und Venus steht sozusagen hier in Tierkreiszeichen Waage in Verbindung. Also seine männliche Kraft trifft mit deiner weiblichen Energie im Waage. Dieser Mondhaus heißt Swati und dieser Mondhaus Swati wird beeinflusst von Kreuz des Südens. Diesem Sternbild Kreuz des Südens ist sichtbar im Südhalbkugel und diesem Sternbild befindet sich die Südpol. Und dieser Südpol dient zum Orientierung. Also seine männliche Kraft bedeutet auch die Energie. Die Energie, wo setzt sich ein diese Energie? Für was setzt er sich ein? Er braucht die Orientierung. Und das zeigt die Süd, das Kreuz des Südens. Er braucht klaren Ziele, dann kann er sich orientieren und dann weiß er, wo seine Energie, wo seine Kraft einsetzen soll. Wenn er verliert die Orientierung, dann ist im Zweifel. Dieser Swati, dieser Kreuz des Südens, natürlich bedeutet auch religiösen Themen oder spirituellen Themen. Das kann auch bedeuten, aber die erste Linie handelt sich um Orientierung. Wo setzt seine Kraft ein? Dieser Swati bedeutet übersetzt Schwert, aber bedeutet auch übersetzt selbst. Das Schwert ist ein Symbol für klare Entscheidungen und selbst natürlich, dass er die Zügel selbst in Hand hat, dass er selbst die Entscheidungen treffen soll und darf er sich nicht von anderen beeinflussen lassen. Dieser Mondhaus, was auf seine Männlichkeit und seine Kraft auch wirkt, vermittelt noch etwas, Inspiration. Dann die Macht verspüren, diese Motivation, all das, was er glaubt, weil er reicht es auch. Die Glaube versetzt Berge, wieder die gleichen Themen und auch ein Einfühlungsvermögen. Er hat auch die Fähigkeit, verborgenen Dingen nachzuforschen. Venus. Venus ist eine weibliche Energie, aber so wie wir Frauen auch männliche Energie haben, die Männer haben auch weibliche Energie. Und das ist die Schönheitssinn, das ist die Bedürfnis nach Frieden und Harmonie, das ist die Kreativität, was natürlich die Männer auch haben, oder ein guter Geschmack. Aber nicht nur das, sondern welcher Typ von Frau ist er begeistert? Bei ihm befindet sich diese Venus-Energie, die Planet Venus, in Tierkreiszeichen Schütze. Das bedeutet nicht, dass die Herzensdame in Tierkreiszeichen Schütze geboren sein soll, sondern die Herzensdame soll die Schütze-Eigenschaften haben. Erstens mal die Feuerelement, die Begeisterung und die Leidenschaft. Dann die Bewegung. Schütze ist ein bewegliches Zeichen, also eher aktiv als passiv, kann auch bedeuten, sportlich zu sein und bedeutet auch Ausland. Also er fühlt sich zu Frauen hingezogen, die für ihn so exotisch erscheinen. Oder haben eine ausländische Herkunft natürlich, aber auch die Bewegung und Leidenschaft und
Begeisterung. Wo sein Venus befindet, dieses Mondhaus heißt Purvashada und das zeigt in die Zentrum. Und dieses Zentrum ist die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie an. Und dieses Zentrum bedeutet noch etwas. Das ist die Zentrum unserer Wünsche. Und das, was er in die Liebe erleben möchte, seine Wünsche zum Leben, das ist die Zentrum. Und wenn dieser Wunsch nicht erfüllt wird, ein unerfüllter Wunsch kann die Ursache sein und seine Unzufriedenheit sogar Ursache sein für bestimmte Erkrankungen. Also für ihn ist sehr wichtig, besonders bei Thema Liebe, sein Herz zu hören, sein Verlangen, das ist wichtig. Dieser Mondhaus heißt auch die Unbesiegbare, dieser Mondhaus zeigt auch Stärke. Und vor allem herrscht hier in diesem Mondhaus Venus, also da hat eine ganz große Einfluss oder seine charmante Art einen Einfluss auf Frauen, kann aber bedeuten auch, dass er künstlerische Begabung hat. Seine Lernaufgabe ist noch seine Lebensumstände, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft, verbessern, weil wenn er nicht seine Wünsche lebt, führt zu Unzufriedenheit und das ist für ihn einen inneren Kampf. Dieser Mondhaus, diese Venus-Energie in seinem Horoskop vermittelt für ihn noch Stolz und eine charismatische Ausstrahlung. Sein Saturn, und daran liegt seine Lernaufgabe, sein Schicksalsweg, befindet sich im Waage. Und dieser Mondhaus, wo sein Saturn ist, heißt Vishakha. Das ist die Göttin des Krieges, die Göttin des Feuers. Was ich auch erklärt habe in deinem Horoskop, das ist nicht Krieg zu führen oder aggressiv sein, im Gegenteil, sondern diese Göttin des Krieges eigentlich etwas in Harmonie zu bringen. Und dieser Feuer verbrennen alles, was das stört. Das ist das Loslassen oder diese Transformation. Oft sind es die Angst oder Zweifel, was hier verbrennen soll, diesem Gefühlen, oder ich könnte mit anderen Worten sagen, loslassen. Ketu beschreibt sein altes Karma, seine Vergangenheit. Was hat er erlebt in früheren Leben? Das ist zugeordnet zum Tierkreiszeichen Skorpion. Natürlich ist er gefühlsvoll, auch sehr leidenschaftlich. Und er kennt diese Transformation, weil das hat er oft erlebt, etwas verändern in sein Leben. Und er spürt auch diese Macht in sich. Dieser Mondhaus, wo sein alte Karma zugeordnet ist, heißt Yeshta. Und das war die älteste von den 27 Frauen. Und diese älteste Schwester hat die Macht gehabt. Die Macht und hat was zum Sagen gehabt. Und das bedeutet auch Respekt, Ansehen und auch weise Entscheidungen. Also wie ein Erwachsener, wie eine erwachsene, weise Frau. Und das hat im früheren Leben erlebt. Kluge Entscheidungen, hohes Wissen, Respekt und Ansehen. Aber warum muss er sein Karma verbessern? Sein neuer karmischen Weg, und das ist die aufsteigende Mondknoten, befindet sich im Stier. Und das bedeutet, das Leben mal genießen, etwas im Besitz zu nehmen, auch um die Finanzen kümmern, um Sicherheit und Stabilität und dann ganz entspannt das Leben genießen. Das ist seine Lernaufgabe. Nicht immer kämpfen um alles, sondern das Leben endlich genießen. Dieses Mondhaus heißt Rohini und das ist die jüngste. Ist es sehr witzig, weil die liegen gegenüber, die älteste Schwester im Skorpion und die jüngste Schwester Rohini. Und das war die Lieblingsfrau des Mondes, das war dieses junges Mädchen, wo Mond verliebt hat. Und symbolisiert auch diese jugendliche Frische,
diese Erneuerung, auch das ist sein Karma. Diesen schweren Weg loslassen, um etwas kämpfen, braucht er nicht. Er braucht nur das Leben genießen. Oder bei ihm handelt es sich auch jetzt um die Liebepartnerschaft, diese Liebe mal genießen. Und Rohini, dieser Mondhaus, bedeutet auch diese Erneuerung, wie ein Neugeburt, diese jugendliche Frische, das Leben genießen, die Liebe genießen, das mal in Besitz zu nehmen. Und das gibt ihm die Sicherheit und Stabilität. Und dieser Mondhaus wird von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran ist einer von den königlichen Sternen und es ist nichts anderes als die Auge des Stieres, ein ganz hell leuchtenden Stern. Und das Auge des Stieres und die Helligkeit von Aldebaran bedeutet sehen, das zu erkennen, was ermöglicht ihm, das Leben zu genießen. Ist es die Partnerschaft, denn soll das Erneuern und das auch mal wagen, etwas Neues zu starten und das auch genießen, diese jugendliche Frische und das Sehen. Und das ist die karmische Lammaufgabe bei ihm. Jetzt zurück zu deinem Horoskop. Welche Verbindungen hast du in dein Horoskop? Dein Aszendent, und das ist dein Geburtsmoment. Mit diesem ersten Atemzug ist dein Leben begonnen, hat einen schönen Saturn-Einfluss. Und Saturn ist dein Schicksal. Du hast ein gutes Schicksal, du hast ein gutes Karma. Und dieser Saturn-Einfluss unterstützt dich. Lammaufgabe ist zu deinen Werten zum Stehen. Mars, das ist deine Kraft, dein Mut, deine Kraft, kann auch eine männliche Person bedeuten. Du hast da Glück, Glück mit deiner Kraft, dass du deine Energie in die richtige Richtung lenkst, dass du für das Gute deine Kraft einsetzt, aber bedeutet auch Gerechtigkeit, dass du deine Rechte bekommst. Oder immer wenn du eine rechtliche Lage befindest, bekommst du immer wieder Unterstützung. Besonders von deiner vertrauten Umgebung, von einer männlichen Person, von deiner vertrauten Umgebung. In der Liebepartnerschaft hast du diese Spannung, das habe ich auch erwähnt. Das liegt gar nicht an deiner weiblichen Energie, sondern du ziehst immer die falschen Männer an. Nicht immer, aber immer wieder hast du diese Erfahrungen eben zum Erkennen, dass das nicht die richtige ist. Und da hast du schon karmischen Themen, das zu verbessern. Du hast ein gutes eine ganz große Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität. Dein Wunsch wäre, in die Ehe zum Leben. Das ist karmisch bedingt. Aber deine Aufgabe ist erstmal, zu dein Selbst zu stehen. Und dann kommt auch die Ehe, kommt auch diese Partnerschaft. Was die Kommunikation betrifft, kommen immer wieder bei Kontakten, Gesprächen, immer wieder unerwartete Ereignisse, Überraschungen oder außergewöhnliche Menschen, außergewöhnliche Umstände. Aber das unterstützt dich auch, das ist auch sehr schön. Und was noch wichtig ist, wenn du der Leichtigkeit kommst und das Leben ein bisschen spielerischer gestaltest, aber kluge Entscheidungen triffst, dann hast du diese Lebensfreude und diesen außergewöhnlichen Lebensweg, diese außergewöhnlichen Begegnungen, Ereignisse in dein Leben. Jetzt schauen wir dein Herzensmann an, welche Verbindungen stehen bei ihm. Sein Sonne steht gut in Verbindung zum Venus, das heißt, er hat Glück in die Liebe, Partnerschaft, kann auch bedeuten, dass er bei Frauen gut ankommt, dass er da Erfolg hat. Was die Gerechtigkeit betrifft, da sind Einschränkungen da. Entweder wird er betrogen oder er macht was Ungerechtes, also mit Recht, mit Gerechtigkeit hat er Herausforderung. Und die Enttäuschungen, entweder er wird enttäuscht oder betrogen oder die Neigung, dass er jemand versucht zu enttäuschen und
versucht etwas vorzuspielen, was nicht die Wahrheit entspricht. Kann als Opfer sein, kann auch Täter sein. In die Liebepartnerschaft hat er Glück, weil Mars und Venus steht sehr gut in Verbindung, also mit Frauen hat er auf jeden Fall immer Glück. Seine Lernaufgabe ist loslassen, alles hinter sich lassen, was im Weg steht. Jetzt vergleichen wir euren beiden Horoskopen. Du bist in Tierkreiszeichen Jungfrau geboren, er ist in Tierkreiszeichen Steinbock geboren, natürlich nach diesem indischen Berechnung. Da steht ihr beide in vollkommener Harmonie. Zwei Erdeelement, ihr braucht Sicherheit, Stabilität, ihr seid realistisch bezogen, vielleicht auch ein bisschen materialistisch, aber ihr seid im Einklang. Was euren Gefühlen betrifft, dein Mond im Löwe, sein Mond in Tierkreiszeichen Fischen, bei dir ist mehr die Klarheit, er schwimmt ein bisschen, was seinen Gefühlen betrifft und sucht die Richtung. Wichtig ist bei ihm dann im Vertrauen bleiben und loslassen zu können. Kommt drauf an, welche Richtung, ist es mit Angst geladen oder eher angstfrei, aber er neigt dazu, davon zu schwimmen. Und das ist für dich schwierig zum Greifen. Andererseits zeigt dir etwas, spiegelt dir etwas wie Träume, Visionen. Und das macht ihm schon außergewöhnlich. Und dann kann eine wunderbare, außergewöhnliche Verbindung dastehen, was euren Gefühlen betrifft. Wo setzt du dich ein? Wo setzt sich er ein? Die Kraft, die Richtung. Die Richtung, das ist unterschiedlich. Bei dir ist Mars im Krebs, das ist mehr die Gefühle, die Familie, für anderen da zu sein. Bei ihm im Waage, er braucht schon die Partnerschaft, aber er möchte auch frei sein. Oder er setzt seine Kraft in eine andere Richtung ein, wie zum Beispiel Kunst, Berufung oder Kreativität. Oder er möchte als Mann sehr schön aussehen und das ist ihm auch sehr wichtig. Und da habt ihr eine gewisse Spannung. Was die Kommunikation betrifft, bei dir ist Waage, Merkur im Waage, also die Kommunikation ist sehr ausgewogen, diplomatisch, harmonisch und du möchtest auch niemanden verletzen. Bei ihm befindet sich Merkur im Steinbock, das heißt, er sagt nicht immer das, was er fühlt und er neigt dazu, dass er zu wenig spricht. Er neigt zu diesem Rückzug, dass die Sprache verschluckt die Sprache. Aber wenn er etwas sagt, dann meint er es auch so. Aber da kann bei euch auch eine gewisse Spannung entstehen. Also du bist kommunikativer und möchtest das in Harmonie bringen. Und wenn er was missversteht oder er verletzt fühlt, dann neigt dazu, nichts dazu sagen oder zu wenig sprechen. Es fehlt dann die Kommunikation. Und was die Liebe betrifft, die Venus als Liebesplanet, dann habt ihr die Harmonie bei dir, Venus im Waage, bei ihm im Schütze. Das steht auf jeden Fall mal in Harmonie. Sein alter Karma ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Er kennt diese Wandlung, Veränderungen, diese ganze Transformation und ist auch sehr leidenschaftlich, hat auch die innere Kraft und auch die Macht. Er spürt auch diese Macht in sich und die neue karmischen Weg ist die Stier, das Leben zu genießen, das in Besitz zu nehmen. Und bei dir ist die alte Karma, ist Steinbock, du hast vieles erreicht, hast Ziele gehabt, hast Ansehen bekommen und die neuen Weg ist eher dann das Familiäre zum Leben, das zu genießen. Saturn erteilt die Lernaufgabe, bei dir ist im Jungfrau und dein Sonne ist im Jungfrau und das heißt, dein Selbst zu leben, zu deinem Selbstwertgefühl stehen. Bei ihm ist Saturn im Waage und das bedeutet Harmonie, auch in Partnerschaft zu leben und sein Mars, seine männliche Energie ist auch Waage, also dass seine Männlichkeit sich in die Partnerschaft leben und da das ergänzen und das in Harmonie bringen, das ist seine Lernaufgabe. Jetzt die Frage, ob er zu dir ehrlich ist. Neptun ist der Planet, was
alles zeigt, was so undurchschaubar ist. Natürlich kann das auch die Visionen sein, die Träume, das ist auch nichts Greifbares. Dann ist das eine wunderbare Neptun-Energie, das ist einfach die Träume, die Visionen, aber auch die Inspiration, das ist was Künstlerisches. Also Neptun hat wunderbare Eigenschaften und Energie auch, aber oft ist das die Täuschung und auch die Enttäuschung. Und sein Neptun, was vielleicht ein Hinweis sein könnte, dass er nicht die Wahrheit sagt, sondern versucht, dich etwas vorzutäuschen oder dich zum Täuschen. Auf jeden Fall sein Neptun aspektiert zu deiner Sonne und das ist dein Selbst. Und diese Verbindung zwischen den beiden Planeten ist eine Herausforderung, eine Spannung da. Ich möchte das nicht jetzt hundertprozentig behaupten, dass dir etwas vorschreibt, aber das könnte ein Hinweis sein, diese Täuschung von die Neptun-Energie wirken auf dein Sonne, auf dein Selbst, entsteht eine Spannung zwischen euch beiden. Im Horoskop gibt es verschiedenen Lebensbereiche und jeder Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor. Ich nenne das immer als geheime Toren. Und diese geheimen Toren haben einen Einfluss von Sternen. Nicht alle einzelnen Toren haben einen direkten Einfluss. Aber wo du Einfluss von Sternen hast, das habe ich auf jeden Fall mal aufgeschrieben. Dein Aszendent, was dein Geburtsmoment symbolisiert, dein erster Atemzug ging in Osthorizont, die Tierkreis zeichnen Krebs auf. Und in diesem Bereich wirkt Pollux und Castor. Pollux und Castor sind die Hauptsternen der Tierkreis zeichnen Zwillinge. Aber die Tierkreiszeichen sind miteinander verschmolzen, da gibt es keine exakte Abgrenzung. Das heißt, die beiden Sterne bestrahlen in diesem Bereich dein Aszendent, also wirken auf dein Leben und haben auch auf dein Geburtsmoment da gewesen und hat das bestrahlt, also dieser Moment warst du von den beiden Sternen bestrahlt, hast du einen Einfluss von Castor und Pollux. Und das sind die zwei Zwillinge. Die Geschichte dazu ist, Leda war die Königin von Sparta, eine wunderschöne Frau. Und Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und von dieser Bindung stammt Pollux. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und von ihrem Ehemann wurde sie auch schwanger und von dieser Verbindung wurde Castor geboren, die beiden Zwillinge. Das heißt, die Mutter war das gleiche Leda, aber die Väter waren anderes. Die eine war Zeus und das war göttlich, andere der König von Sparta, also menschlich. Und daher kam auch, dass Castor war menschlich und sterblich und Pollux war göttlich und unsterblich. Und wenn das wo dann so weit war, dass Castor sterben müsste, Pollux ging zu seinem Vater Zeus und sagte, ich möchte auch sterben, ich lasse meinen Zwillingsbruder nicht alleine, sondern ich möchte mit ihm sterben. Und das hat Zeus berührt und sagte, ich mache euch beide unsterblich. Und hat Zeus die beiden Zwillinge im Himmel gesetzt, auch Castor und auch Pollux. Und die beiden Zwillinge sind unzertrennlich miteinander, sind miteinander verbunden. Und diese Geschichte hat auch eine symbolische Bedeutung, das ist die höheren Bewusstsein. Bewusst zu sein, wir sind ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und die Verbindung ist immer da, das ist die Äther, das ist dieser Geist, was uns zum Gott verbindet und auch dieses Glauben. Und das wirkt auf deinen Geburtsmoment, auf deinen Lebensweg, sei damit bewusst, von deiner Geburt bis zu deinem Lebensende in Verbindung zu sein zum Gott, diesen Glauben zu haben. Der nächste Lebensbereich, das sind die Werte, die Wertschätzung.
das Selbstwertgefühl und auch die Finanzen, dieses geheime Tor wird bestrahlt von Alke Nubi. Und diesem Stern Alke Nubi ist der Kopf der Löwen. Also dieser Stern befindet sich im Sternbild Löwe, im Bereich der Kopf der Löwen. Also mach immer selbst die Gedanken über dein Selbstwertgefühl und entscheide dich auch richtig, wie du dazu stehst oder wie von anderen das verlangst und auch um die Finanzen. Also kümmere selbst um die Finanzen und mach mal da Gedanken. Dann gibt es auch einen Lebensbereich, was deine vertraute Umgebung betrifft. Und das sind die Nachbarschaft, auch die Umgebung, wo du lebst, die ganze Verwandtschaft. Und dieser Lebensbereich, dieser geheime Tor, wird bestrahlt von der Nebula. Und die Nebula befindet sich in der Kreiszeichen Jungfrau. Die Perser haben gesagt, diese Nebula sagt immer einen Wechsel. Also du kannst deine Lebensumstände immer wechseln, verändern in deine vertraute Umgebung. Und die Chinesen sagen, das ist die göttliche Gerechtigkeit. Die nennen auch diesen Stern als Richter. Und das habe ich nicht nur durch die Nebula, sondern auch Jupiter Einfluss in diesem Bereich. Du bekommst immer deine Rechte oder in einer rechtlichen Lage bekommst du immer Hilfe, Unterstützung von einer männlichen Person in deiner vertrauten Umgebung. Die Bereich Kinder, das sind auch deine Kinder in der Zukunft oder deinen inneren Kind oder deine Kindheit, wird auch bestrahlt und das ist die südliche und nördliche Schale, das ist die Tierkreiszeichen Waage, des inneren Gleichgewicht. Also wenn du dieser Leichtigkeit kommen möchtest, deine schöpferische Kraft zum Leben, wie ein Kind zu sein im Leben, damit meine ich nicht kindisch zu sein, sondern das Leben mal spielerisch betrachten, du brauchst immer das innere Gleichgewicht. Die Tor zum Liebepartnerschaft öffnet sich mit Steinbock und wird bestrahlt von Deneb. Deneb ist die Verbindung. Und dazu gibt auch eine Geschichte und es erzählt die chinesische Mythologie. Es gab ein Hirtenjunge Altair, die Hauptstern von Sternbild Adler. Und im Himmel gab ein Fee und sie heißt Lyra. Und diese Fee verliebte sich an Altair und kam auf die Erde und lebte wunderbar zusammen, die zwei Liebenden, bis dann die Himmelskaiser und Himmelskaiserin, was nichts anderes ist als Sonne und Mond, das entdeckt hat, dass diese Fee gar nicht im Himmel ist, sondern bei den Menschen. Dann sagte die Himmelskaiserin, wir müssen die Fee zurückholen im Himmel und wurden die beiden Liebenden getrennt. Tatsächlich zwischen den zwei Sternbildern ist die Milchstraße trennt. Die Milchstraße trennt die beiden Sternbilder voneinander und die Chinesen sahen in diesem Milchstraßen den gelben Fluss. Und ein drittes Sternbild, und das ist das Sternbild Schwan, verbindet die beiden. Und die Hauptstern von diesem Sternbild Schwan heißt Deneb. Und Deneb verbindet die beiden Liebenden und das ist diese Geschichte dazu, diese Liebesgeschichte, einmal im Jahr und das ist der Tag der Liebe, die siebte die siebten Tag im siebten Mondmonat, in diesem Tag der Liebe bildet sich Deneb eine Brücke aus Schwanen zwischen den beiden Liebenden. Und dieser Deneb, diese Brücke zu bauen, diese Hilfe von außen, diese Brücke aus Schwanen, diese Deneb, bestrahlt den Tor zu deiner Liebe-Partnerschaft. Also es ist immer jemand da, wo dir hilft und baut eine Brücke zu dir und zu deiner Liebe. Und welche Einflüsse kommen zur Zeit von außen? Mars ist die Kraft, kann auch eine männliche Person sein, bewegt sich zur Zeit in dein Lebensbereich Liebe-Partnerschaft. Merkur ist der Planet für Kommunikation und Handlungen und Verträgen, bewegt sich zurzeit in deinem Bereich, wo es um Werte geht, Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Jupiter, was Glück bringt,
befindet sich im tiefsten Punkt im Horoskop. Das kann auch deine Herkunft sein, dein Elternhaus, dein Zuhause, aber auch die Basis, die Fundament. Also jetzt hast du gute Chancen, ein Fundament aufzubauen für deine Zukunft, auch für die Liebepartnerschaft. Venus, die Liebesplanet, ist auch hier in diesem Bereich. Also wichtiges Thema ist die Sicherheit, Stabilität, dieses Fundament aufbauen für die Zukunft, für die Liebe und Partnerschaft. Saturn, was schicksalhaft was ändert, bewegt sich zurzeit im Bereich, wo es um deinen Alltag und deinen Beruf, aber um deine Gesundheit geht, dass hier alles in Ordnung soll. Saturn sorgt dafür, dass dein Alltag, dein Berufsleben alles in Ordnung ist und auch dein Gesundheitszustand in Ordnung ist. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, befindet sich im höchsten Punkt im Horoskop und das bedeutet die Richtung Berufung, wo du Anerkennung, Ansehen bekommst. Neptun ist die Täuschungen und Enttäuschungen, aber kann auch, wie ich schon sagte, Träume, Visionen betreffen. Und das ist die Transformation. Im Bereich befindet sich Merkur gerade, was wir im Bereich Transformation nennen. Das heißt, lebe deine Träume, deine Visionen. Das ist die positive Seite Neptuns. Und glaube daran, gib das nicht auf und mach das angstfrei. Dann kannst du das umsetzen im Tat. Und wenn anderen Energie von Neptun kommt, und das ist die Schattenseite Neptuns, die Täuschung und Enttäuschungen, was nicht von dir kommt, sondern von anderen Menschen, dann sei achtsam, etwas vorsichtig. Und Pluto trennt von alles, was stört und so bleibt, konzentriert im inneren Kern, in inneren Kraft, befindet sich in beruflichen Situationen und wirkt auf deine Gesundheit zu Zeit und das ist deine innere Stärke, deine innere Kraft und daran liegt auch die Macht und zurzeit auch stärkt dich auch gesundheitlich und Pluto wirkt auf deine beruflichen Situation von alles trennen, loslassen, was im Beruflichen dich stört. Liebe Dionysia, das war diese Horoskop-Analyse. Und ich möchte mich nochmal bedanken, dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.